selber die schönste, der schönste Klang, den du bei einem Auto kriegen kannst. Saßt du schon mal in einem drin oder woher weißt du das? Ja. Ich saß schon mal in einem. Du saßt in einem 911er? Ja. Wann? Schon länger her von Freunden, da ist auch noch tatsächlich dein Reifen geplatzt. Während der Fahrt? Während der Fahrt, es war zum Glück ein Allradantrieb. Und deswegen hast du das nicht gemerkt. Aber das Problem ist, stell dir mal Folgendes vor. Allradantrieb, so du bist halt auf der Straße, dann platzt dieser Reifen und du sitzt im Cabrio. Ja? So. Jetzt stellst du dir mal vor, jetzt musst du langsam fahren, weil sich ja sonst das Gummi aufheizt. Aber das Gummi heizt sich ja trotzdem auf. Das Gummi heizt sich auf, Julian? Weil du ja auf der Felge fährst. Mhm. Ne? Und das riecht so unheimlich schlimm. Das ist... Oh. Ja, wobei, das ist ja generell so. Ja, aber wenn der Reifen einmal geplatzt ist und du fährst dann mit der heißen Felge direkt auf dem Reifen drauf, das ist... Es ist aber besser, du fährst noch drauf und kommst zum Stehen, als wenn du zum Fliegen kommst. Das ist wohl richtig, aber da lobe ich den Allradantrieb, weil du hast es null gemerkt. Also... Gar nicht. Wir haben dann während der Fahrt irgendwo gesagt, war das ein Reifen? Und dann angehalten, rechts bei so einem kleinen Feldweg, haben wir gesagt, ja, stimmt, das war wirklich ein Reifen. Ja, sowas ist halt ärgerlich, aber also ich hatte bisher das Glück, dass ich noch in keinem Auto saß, wo ein Reifen geplatzt ist, das muss ich zugeben. Sei froh. Ich brauche es auch nicht unbedingt. Bei meinen Eltern ist das vor kurzem passiert, die hatten tatsächlich einen Platten, aber das auch mitten in der Stadt. Finde ich auch nicht schnell gefahren oder so. Nee, das Lustige war nur, der war vorher noch zur Wartung gewesen, der Wagen. Eigentlich hätte das gar nicht passieren dürfen. Nee. Und vor allen Dingen, wenn es auf der Autobahn passiert wäre, Postmahlzeit. Auf jeden Fall. Und insofern... Ich brauche das generell nicht mit Unfällen und so. Judy, du hast mir eine Liste an Fragen gegeben. Hältst du davon, wenn ich die einfach mal vorlese? Nur so ein kleines Q&A. Ja, warte mal kurz, irgendwie. Ist die Ampel rot? Nein, ich wollte eigentlich das Rollo runterlassen und irgendwie funktioniert es gerade nicht. Warum auch immer. Wahrscheinlich wieder mal die Tasten. Das ist grün. Falsch belegt oder so, aber irgendwie ist hier Chaos. Warum ist hier Chaos? Wobei, dafür hast du ja auch immer noch dein Dashboard, ne? Ah. Oh. Der macht Platz, das ist aber nett. Ach, guck mal, selbst die LEDs beim TT haben sie umgesetzt. Schöne Sache. Schöne Sache. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob meine ETS-Kenntnisse ausreichen, um hier heil rumzukommen. Ja, tatsächlich. Ich muss ja sagen, seit ich ETS fahre, klappt das auch deutlich besser als früher. Mhm. Ja, aber das muss ich gerade mal echt mal loben. LED-Tagfahrlicht jetzt beim Audi. Oh! Ich wurde gerade geblitzt. Hast du ja wenigstens ein schönes Gesicht gemacht. Wie schnell bist du jetzt in der Stadt gefahren? Zu schnell. Ja, das dachte ich mir. Ich bin tatsächlich zu schnell gefahren. Oi, oi, oi. Das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Klick! Hoppala! Wenn das rote Blitzchen einschlägt, dann ist meistens zu spät. Aber man hat es auch am Bremsmanöver gemerkt. Da gibt es ja diese schöne Head-Shaking-Option, die momentan dafür sorgt, wenn du stark bremst oder einen Unfall baust, dass du wie nach vorne fliegst, diesen Effekt hast. Mhm. Klar, gerade bei einer Gefahrenbremsung ist das... Hat man ja vielleicht eben gerade bemerkt. Ich mache das jetzt mal spaßhalber gerade so. Achtung! Ja, und da geht der Kopf wieder hoch. Also, das ist auch jetzt nochmal mit in die Beta eingeflossen. Mach das nicht zu oft, sonst wird dir nachher noch schlecht. Ich habe eh schon Döner-Intus insofern. So Döner-Tür okay. Und so, weißt du. Döner. Okay, ich würde sagen, fangen wir einfach mit der ersten Frage an. Ja. Die kommt vom linke Spur übrigens. Die kommt vom Werner Stadler. Keine Gamepad-Unterstützung, so wie beim Euro-Trucker. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz in die Einstellungen gehen. Muss ich nicht. Erzähl weiter, ja? Keine Gamepad-Unterstützung, so wie beim Euro-Trucker. Das wäre für mich ein Grund, das Spiel nicht zu kaufen.
Okay, da scheint irgendwie die Beta noch ein paar Probleme zu machen. Ich wollte eigentlich das Rollo runterfahren lassen. Geräusch habe ich, aber das Rollo kommt nicht. Okay. Schade. Gut, dann fahren wir halt ohne Sonnenrollo. Aber Rollo ist vorhanden. Die Frage hatten wir ja auch schon mal irgendwann. Hat man ja auch im vorletzten Death Diary oder so, hatten sie es ja irgendwo mal gezeigt. So, ja. Frage. Keine Gamepad-Unterstützung, so wie beim Euro-Trucker? Das wäre für mich ein Grund, das Spiel nicht zu kaufen. Also ich vermute mal, er meint wahrscheinlich so einen Xbox 60-Controller, oder? 360-Controller. Ich denke mal, also Lenkrad geht ja. Ich habe selber noch nicht probiert. Ich gehe aber mal nicht von aus, dass jetzt unbedingt eine Gamepad-Unterstützung da ist. Ich gehöre halt auch zu den Fahrern, die tatsächlich am liebsten jetzt solche Simulatoren dann auch mit Lenkrad fahren. Insofern kann ich mich auch gar nicht großartig zu einem Gamepad äußern. Ich weiß nicht, wie stehst du zu sowas? Dito. Also, wenn ich mal auf eine Schnelle fahre, dann fahre ich auch mal mit Tastatur. Allerdings, wenn ich die Möglichkeit habe und das so mache, dann doch gerne mit Lenkrad. Also, Gamepad, weiß ich nicht, wäre mir... Ja, fühlt mir so ein bisschen... Nein, würde mir nicht gefallen. Das passt nicht so wirklich, nee, oder? Nee, passt nicht. Also, ich verbinde Gamepads mit Rennspielen und sowas und nicht mit Bus-Simulation. Wie stehst du jetzt zu einer Maussteuerung? Das Thema hatten wir ja auch schon mal irgendwann, wo ich gesagt habe, Maussteuerung wird wahrscheinlich nicht gehen. Ich habe es auch mal probiert jetzt in der Zwischenzeit, habe es auch nicht hinbekommen. Also, ich denke mal, per Maus lässt er sich nicht steuern, weil du ja dafür mit der Maus dich ja umschaust und so. Wobei du das ja auch einstellen kannst. Du kannst ja auch andere Tasten dafür benutzen. Ja, prinzipiell gegen Maussteuerung habe ich nichts, benutze ich ja im OMSI selbst schon und habe ich im ETS auch schon benutzt, also... Ja gut, man kann sie benutzen, aber wie stehst du generell bei Simulationsspielen, wie jetzt zum Beispiel so einem Bus-Simulator zu einer Maus? Also ich weiß nicht, ich empfinde das jetzt persönlich mit Lenkrad eigentlich am realistischsten. Ja, allerdings, wenn du die Option mit einem Lenkrad nicht hast und du hast aber die Option Maus- oder Tastatursteuerung... Mhm. Würde ich die Maussteuerung immer der Tastatursteuerung vorziehen. Mhm. Weil du mit einer Maussteuerung immer noch am geschmeidigsten lenken kannst und beschleunigen kannst. Wie beim Lenkrad halt, nur dass du eben halt die Maus bewegst. Also, wenn Maussteuerung da wäre, auf jeden Fall die. Wenn kein Lenkrad da ist, wenn Lenkrad da ist, auf jeden Fall Lenkrad. Mhm. Also einigen wir uns einfach mal darauf, es ist Geschmackssache. Ich persönlich brauche jetzt kein Gamepad und brauche keine Maus. So. Ja. Und Gamepad würde ich jetzt nicht sagen, dass es geht. Ich habe es aber nicht probiert. Maus ging bei mir zumindest nicht. Vielleicht habe ich aber auch irgendwas falsch eingestellt. So, nächste Frage. Der 671, hallo 671 schreibt. Hallo. Und was ich schade finde, dass die Strecke in Maßstab 1 zu 10 sind. OMSI ist da leider besser. In OMSI Maßstab 1 zu 1 dauert eine Fahrt mal bis zu 2 Stunden. Hier dauert eine Fahrt, denke ich mal, 30 Minuten. Das ist schade. Käse gegen Südtiroler Schinken. Ja, ich finde diese Vergleiche immer wieder lustig. Apfel mit Birne. Ja. Letztlich ist OMSI ein komplett anderer Simulator und du hast ja bei ETS zum Beispiel auch einen Simulator-Maßstab, den du bei OMSI gar nicht hast, der allerdings wiederum sich ähnlich verhält wie zum Fernbus-Simulator. Ja. Da habe ich etwas spät eingelenkt oder war zu schnell. Bisschen. Wir haben ja bei ETS zum Beispiel auch eine Deutschlandkarte, die auch sehr schnell abgefahren ist, jetzt im Gegensatz zum Komplettgebiet. Richtig. Weil wie willst du das anders tatsächlich auch verhackstücken? Also ich sag mal so, man kann wirklich jetzt auch nicht von den Jungs verlangen, dass sie sich eins zu eins dahinsetzen und Deutschland nachbauen. Nee, das geht nicht. Im letzten Death Diary wurde ja auch von Christa dementsprechend schon gesagt, dass später natürlich auch andere Karten gemacht werden können, erstellt werden können. Inwieweit man dann tatsächlich sagen kann, ach, ich baue jetzt hier, was weiß ich, drei Städte deutschlandweit nach, wo man dann Maßstab 1 zu 1 fährt, wie das mit der Performance oder so aussieht, ob das dann irgendeine Auswirkung hat, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, möglich ist das wahrscheinlich schon. Ja. Nur eben. Von TML wird es halt diesen Maßstab einfach schlichtweg nicht geben. Und das Problem, was man ja neben Performance möglicherweise, aber das Problem, was man auf jeden Fall hat,
Zum einen, man könnte nicht ganz Deutschland umsetzen. Man hätte auf jeden Fall, müsste man Einsparungen machen, hätte vielleicht ein bis zwei Routen. Das würde dann auch wieder, sag ich mal, der Langzeitmotivation des Spiels schaden. Und, Hallo. Busch. Und, und zum anderen, warum mal ganz Deutschland nach 1:1? Mhm. Also wenn du dann sagst, wir haben ganz Deutschland 1:1 nachgebaut, dann gibt's genug Leute, die fahren dann tagtäglich, was weiß ich, die Strecke Hamburg-Bremen, übertrieben gesagt, und sagen dann, das sieht aber anders aus. Das finde ich jetzt nicht realistisch. So, und dann ist es wieder auch falsch. Also, ja, da mache ich lieber eine Karte im Maßstab, hast du nicht gesehen, 1:10, und habe dann mehr davon und mehr Freiheiten, als dann letztendlich zu sagen, so, wir machen eine Route von Fernbus und dann ist das halt vorbei. Fährst du hin und zurück und nochmal hin und vielleicht nochmal in die andere Richtung und dann ist ja schon rum. Wobei mir beim Fernbus-Simulator ist sowieso eine ganz andere Art von Simulator als bei OMSI. OMSI bezieht sich ja auf Städte. Städte kannst du eher 1:1 nachbauen. Richtig. Als jetzt eine komplette Deutschlandkarte oder Frankreichkarte oder Dänemarkkarte oder was auch immer Karte. Eben, das kommt ja noch dazu. Das ist ja ein ganz anderes, eine ganz andere Gebietsgröße. Ein komplett anderer Maßstab. Ja. Also das ist wieder mal so ein bisschen ein Vergleich, der hinkt. Ja, was haben wir noch an Fragen? Matthias Simler vor oder Simler vor, keine Ahnung, schreibt: Sorry, aber im Moment kommt kein Simulator an OMSI 2 ran. Vielleicht zu OMSI 3, aber sehr nah dran. Falsch. Mir fällt direkt ein FSX. Ja, also OMSI und FSX und der Zugsimulator sind eine andere Simulationsklasse als der Fernbus, weil OMSI und die anderen beiden, die gehören dazu, zu der Sorte, Fahrer und Piloten, Zug-Lokführer vor seiner ersten richtigen Fahrt auf das Verhalten des Zuges bzw. die Aufgaben, also die Sachen vorzubereiten, die du tatsächlich als Busfahrer machen musst. Und der Fernbus-Simulator, der stellt den Tätigkeitsbereich eines Flixbusfahrers halt vor. Vom Ticket einchecken über das Ticket verkaufen bis hin zum Fahren halt. Genau. Und Events. Genau. Ist halt was anderes. Zumal OMSI Städte darstellt und der Fernbus-Simulator wieder Fernfahrten. Man könnte jetzt theoretisch auch noch irgendeinen Feuerwehrsimulator oder so nennen. Da gibt es so viele Beispiele, die tatsächlich komplett andere Simulationen darstellen, andere Gebiete simulieren. Ha, ich wusste doch, sie wird rot. Ha. Ah, mal kurz hier das Pedal los, dann mal Bremse eingelegt. So. Ja? Ja, also, wie gesagt, das soll halt die Aufgaben, den Tätigkeitsbereich zeigen und die anderen sollen dir halt einfach nur beibringen, wie du das machst mit dem Fahren und so. Ach, guck mal, ein Vito. Oh, cool. Ja? Cool. So, nächste Frage. Der Moritz Exel fragt: Gibt es eigentlich auch ein Tempomat? Wenn nicht, wird es einen geben? Kurz und bündig gesagt, ja, den gibt es. Den kann man sich auf irgendeine Taste legen und kann den dementsprechend benutzen und dann fährt der Bus auch die Geschwindigkeit, die er soll. So habe ich es zumindest bisher festgestellt. Ja, was haben wir noch? Nussbaum-LP. Für die Leute, die kein Lenkrad haben, eine Lenkradeinstellung, bitte eine dynamische Lenkung einbauen und nicht so, dass es sofort wieder auf zentral geht. Das ist doof. Oder übersetzt, er möchte eine Lenkung haben, die, wenn du zum Beispiel nach links drückst auf der Tastatur und dann loslässt, dass das Lenkrad nicht zentriert, sondern halt in der Stellung stehen bleibt, wie du das zuletzt eingestellt hast. Mhm. Ich lenke mal rechts ein mit dem Lenkrad, ja? So, ich lenke mal ein und lasse das Lenkrad los. Ja? Fährt zurück. Ich habe selber mit der Tastatur noch nicht getestet. Die Tastatur ist bei mir auch gar nicht belegt. Die Tasten habe ich mir rausgenommen, weil ich sie schlichtweg nicht benutze. Ich kann es deswegen gerade schlecht demonstrieren. Ich kann jetzt nur Vermutungen anstellen. Ich würde jetzt vermuten, dass es bei der Tastatur ähnlich ist.
aber die Frage direkt beantworten kannst du dir leider später nur selber, wenn du dir das auch wirklich holst, den Simulator holst. Ich kann aber auch nochmal bei Gelegenheit nachschauen und das vielleicht auch nochmal im nächsten Video sagen.